Moin, Anton hier. Ja, ich würde euch gerne mal zeigen, wie ihr Funktionalität aus einem SIM-CNC-Screen in einen anderen hineinbekommt. Im Forum hatte ich ja hier mal diesen Spindelwarmlauf eingestellt. Den Screen kann man sich runterladen. Und das zeige ich euch mal, wie man damit jetzt umgehen kann. Also ihr ladet ihn euch runter, ich habe ihn in Downloads reingelegt, habe ihn entpackt. Ein bisschen aufpassen, da gibt es den Ordner und da ist nochmal ein Ordner drin, den hier, den brauchen wir. Direkt darunter sind die Skripte. Den kopiere ich mir und packe den dann bei SimCNC in die Screens rein. Also hier gibt es ja jede Menge Screens, jeder Screen ist ein Ordner. Packen wir mal rein. Und jetzt seht ihr, der ist da. Wichtig ist, direkt unter diesem Ordnernamen müssen die Skripte sein. Und hier kann ich es euch auch schon mal zeigen. Hier ist das Skript drin, was nachher aufgerufen wird. Das ist hier unten Spindelwarmlauf Version 2. Mehr muss ich jetzt erstmal mit dem Ordner nicht machen. Wenn ich jetzt mit dem SimCNC bin, kann ich quasi diesen Bildschirm einstellen, den wir gerade reinkopiert haben. Das war der hier. Das ist der Standardbildschirm plus ein neues Tab hier oben mit dem Spindelwarmlauf. Wenn er das jetzt starten würde, würde das auch schon funktionieren. Also würde schon durchlaufen. Jetzt will man vielleicht ja diese GUI in seinem eigenen Bildschirm haben. Das eine ist, man könnte es nachbauen und das Skript in seinen Screen reinkopieren. Es geht aber noch ein bisschen leichter. So ein bisschen tricky. Hat mich auch gewundert, dass es funktioniert. Also ich gehe erstmal in den GUI-Editor. Und jetzt muss ich da irgendwo in diesen Bereich gehen. Wenn ich da hinklicke, werdet ihr gleich sehen, dann bin ich im GUI-Editor schon irgendwie an der richtigen Stelle. Also hier, das sind die Tabs, die ihr hier oben seht. Spindelwarmlauf, viergeteilte Ansicht, das ist halt eben hier Englisch, das sind diese Tabs. Und den Inhalt von diesem Tab, wenn man genau aufpasst, diesen Frame, das ist dieses, was jetzt grün hinterlegt ist, was eingerahmt ist. Und das will ich eigentlich haben jetzt für meinen eigenen Bildschirm. Ja, und jetzt ist es wirklich total easy. Ich gehe hin und drücke Steuerung C. Also wie bei Windows üblich, Steuerung C, Steuerung V. So einfach geht's. Steuerung C ist in der Zwischenablage drin. Das Ganze schließen. Jetzt habe ich im Prinzip die GUI hiervon. Gehe jetzt zu dem Bildschirm, in den ich das einfügen möchte. Und ich hätte jetzt gerne hier hinter noch einen Tab, wo ich das einfüge, den Spindelwarmlauf. Auch hier muss man natürlich wieder in den GUI-Editor reingehen. Muss irgendwas anklicken, dass man ungefähr an die richtige Stelle beim GUI-Editor kommt. Zentrierbohren, das sind die ganzen Tabs. Also bei mir sind es jetzt ein paar mehr. Das sind die Tabs, die da oben stehen. Das sind diese hier. Und hier dieses Element, darüber kann man einstellen, wenn man ein weiteres Tab haben will. Also im Moment stehen hier 10 Tabs. Quantity. Aber ich will einen mehr haben. So, 11. Und ist jetzt hier unten ein neues Widget, ein neuer Tab erschienen. Da oben sieht man auch. Ja, und was mache ich jetzt? Ja, ich klicke das an und drücke Steuerung V und schon ist der Frame, den ich eben kopiert habe, da drinnen. Ich schließe das Ganze wieder und habe jetzt in meinem Bildschirm auch die GUI schon mal drinnen. Wenn ich jetzt hier drauf lade, wird noch nichts passieren, weil in diesem Screen fehlt jetzt noch das Skript. Das Skript kopiert mir jetzt einfach von dem einen Screen. Also das ist ja der, den wir uns runtergeladen haben. Da würdet ihr jetzt dieses Skript mit Steuerung C kopieren. Geht dann in den Screen rein, wo ihr das verwenden wollt. Also bei mir ist es jetzt hier dieser Miibo-Screen. Wo ist er? Da ist er. Und hier bei den Skripts müsste das jetzt reingelegt werden. Ich habe es schon gemacht. Ihr seht dann hier unten irgendwo das da. Das ist das, was aufgerufen wird. Ja, und
Damit könnt ihr es verwenden. Wenn euch der Name hier oben noch nicht gefällt, wenn ihr da auch irgendwie Spindelwarmlauf stehen haben wollt, kann man das gerade noch schnell machen. Also wieder GUI-Editor öffnen. Irgendwo hier reinklicken, dass man schon mal von der Richtung ganz gut ist. So, das ist der Tab-Widget. Also das hier ist das Ding hier, was da steht. Und da muss jetzt hier irgendwo Tab stehen. Und das ändern wir. Das ist der Name von dem Tab. Den ändern wir in Spindelwarmlauf. Ja. Okay. So, jetzt steht da oben Spindelwarmlauf. Ja, ich hoffe, man konnte mich einigermaßen verstehen. Ich habe nur ein ganz schlechtes Mikrofon. Ja, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter. Ciao.